Dann, Herr Janssens, vielen Dank für die Einladung. Hans Jörg, auch vielen Dank und vor allem auch fürs Organisieren dieses wichtigen Webinars, weil ja im täglichen Leben relativ viel Verwirrung darüber herrscht, ob wir eben nun Hypothermie machen sollen oder nur Fieberprävention. Das sind meine potenziellen Interessenskonflikte. Ich bekomme Honorare von Bart und Zoll, nicht für dieses Webinar. Dieses Webinar ist, sagen, ohne Kosten. Und ich beginne mit einer Begrifflichkeit, nämlich das Temperature Management oder das gezielte Temperature Management. Es ist ja eigentlich gestorben. Da spreche ich aber jetzt vor allem von der Nomenklatur. Die Nomenklatur ist gestorben. Wir erinnern uns vielleicht zurück. Früher war das die therapeutische Hypothermie und dann war 2009 ein Treffen in Puerto Rico, wo ich auch dabei sein durfte, wo die Gesellschaften, die sich mit der Intensivmedizin beschäftigen, gesagt haben, naja, eigentlich ist der Begriff therapeutische Hypothermie schlecht, nennen wir es gezieltes Temperaturmanagement. Das war 2009. Und bei den letzten ILCOR, die ILCOR, also diese Dachgesellschaft aller Gesellschaften, die sich mit der Reanimation weltweit beschäftigen, wurde dann beschlossen, naja, das TTM, das ist ja eigentlich für diese zwei Studien, die ja jeder kennt und die ich dann kurz vorstellen möchte, TTM-Studien, so vergesellschaftet. Eigentlich sollte man einen neuen Begriff machen, nämlich neue Begrifflichkeiten. Und diese Begrifflichkeiten sind, wenn, sagen, in der Hypothermie verwendet wird, die hypotherme Temperaturkontrolle. Wenn die Patienten normotherm gehalten werden, normotherme Temperaturkontrolle. Oder wenn nur Fieber vermieden wird, ist das Fiebervermeidung, Temperaturkontrolle. Oder wenn überhaupt nichts gemacht wird, keine Temperaturkontrolle. Insofern würde ich gern meinen Vortrag oder auch das Thema des heutigen Tages ist eigentlich nicht Temperaturmanagement, sondern sollte lauten, ich habe es da oben in Gelb, die Temperaturkontrolle nach Reanimation. Also diese Begrifflichkeiten sollten wir in Zukunft verwenden, damit wir immer vom Gleichen sprechen. Das war nur kurz zur Einleitung. Und da möchte ich noch einmal, damit ich alle Zuhörer abhole, kurz, wirklich nur ganz kurz in die Geschichte zurückgehen. 2005 und 2010 gab es ja die Guidelines, die basierend auf zwei Multicenter-Studien, die 2002 publiziert wurden, die gezeigt haben, dass die Hypothermie das neurologische Outcome verbessert im Vergleich zu keinem Temperaturmanagement, empfohlen, die Temperatur auf 32 bis 34 Grad zu halten. Hier sehen Sie die Temperaturkurven einer dieser beiden Studien. Es ist die Hacker-Studie, eine europäische Multicenter-Studie, wo Wien damals unter Fritz Sterz die Leitung hatte. Und ich sagen, durfte damals als junger Fellow den ersten Patienten einschließen in die Studie. Und wenn Sie sich die Temperaturkurve anschauen, das sind die Normothermen oben, die Hypothermen unten, so waren die Normothermen ganz leicht im hypothermen Bereich, so 37, 8, 38 Grad. Und Kritiker dieser Studie haben immer gesagt, naja, vielleicht waren nicht die Hypothermen besser, sondern die Normothermen schlechter. Und vielleicht reicht es, wenn man die Temperatur strikt normotherm hält, dann braucht man auch keine Hypothermie. Diese Kritik war dann einige Jahre aufrecht, bis dann der Herr Nielsen tatsächlich eine Studie gemacht hat, eine randomisierte Studie, Vergleich strikt normotherm, 36 Grad versus 33 Grad. Das wurde dann 2013 publiziert und diese Studie zeigte zur Überraschung derer, die sich mit der Hypothermie beschäftigen, keinen Unterschied im Outcome in der 33 Grad und 36 Grad Gruppe. Jetzt muss man aber erwähnen, dass diese Studie einige Limitationen hatte. Eine aus meiner Sicht wesentliche Limitation war, dass es bis zwischen 3 und 4 Stunden erlaubt war, bis zur Randomisierung. Aktuell waren es 3 Stunden dann. Sind die Temperaturkurven ab der Randomisierung. Und es dann noch einmal 8 Stunden gedauert hat, bis die Patienten in der Zieltemperatur waren, also insgesamt 12 Stunden. Und Sie haben ja vorher ganz schön von der Frau Fink gesehen, diese Kaskaden der Hirnschädigung starten ja mit der Reperfusion. Und pathophysiologisch könnte man denken, je früher man mit diesen Kaskaden, die zum Zelltod führen, interveniert, desto besser sollte es sein. Und in den Tierstudien
gibt es durchaus ein therapeutisches Fenster für die Therapie mit Hypothermie und es ist so circa bei 6 Stunden. Eine andere wesentliche Limitation dieser Studie ist, es waren vor allem Patienten aus Nordeuropa, wo eine sehr hohe Rate an Basisreanimation gemacht wird, 90%. Und dementsprechend hatte dieses Patientenkollektiv auch eine sehr kurze No-Flow-Zeit, nämlich 0 Minuten. Woraus man schließen könnte, dass eventuell nur ein geringer Hirnschaden besteht. Wenn man es überspitzt sagt, war es eine Studie, wo Patienten eine Therapie bekommen haben, Patienten, die es vielleicht gar nicht brauchen und die es brauchen, zu spät. Nichtsdestotrotz haben dann 2015, 2021 die Guidelines basierend auf dieser einen Studie gesagt, wir ändern unseren empfohlenen Temperaturbereich zwischen 32 und 36 Grad. Und dann hat dieselbe Studiengruppe eine Hypothese aufgestellt. Vielleicht muss man die Patienten nicht strikt normotherm bei 36 Grad halten. Vielleicht reicht es auch nur, Fieber zu vermeiden. Fieber definiert eine Temperatur 37,7 und diese Studie wurde auch tatsächlich dann gemacht. Also Hypothermie 33 Grad versus strikte Fiebervermeidung. Und auch diese Studie zeigte keinen Unterschied im Überleben, wobei, nachdem es die gleiche Studienpopulation war, auch die gleichen Limitationen für diese Studie gelten. Es hat lang gedauert, bis randomisiert wurde. Es hat lang gedauert, bis die Zieltemperatur erreicht wurde. Und die Patienten waren wieder diese mit einer hohen Rate an Basisreanimation und einer kurzen Stillstandszeit. Nichtsdestotrotz, der Herr Janssen hat sich schon angekündigt oder gesagt, hat dann die ILCO 2021 die Guidelines geändert. Und die wesentliche Empfehlung ist, dass man bei Patienten nach Herz-Kreislauf-Stillstand Fieber vermeiden sollte. Das sind diese Guidelines, 22 publiziert, ERC und ESICM gemeinsam. Man sollte die Core-Temperatur monitieren, das ist gut. Fiebervermeidung, also nicht mehr 37,7, das sollte man für 72 Stunden machen, indem man die Patienten exponiert oder Medikamente verwendet oder, wenn es nicht geht, Kühlgeräte verwendet. Und es gibt insuffiziente, es gibt keine Evidenz, die für oder gegen einen Temperaturbereich von 32 bis 33 Grad spricht. Und der letzte Punkt, man sollte präklinisch nicht mit kalter Flüssigkeit kühlen. Meine Meinung, erster Punkt, ja, das sollen wir tun. Fiebervermeidung bin ich nicht einverstanden. 72 Stunden bin ich einverstanden, aber nicht Fiebervermeidung, sondern Hypothermie. Und auch mit den anderen drei Empfehlungen bin ich überhaupt nicht einverstanden. Und aufgrund der Zeit werde ich mich heute nur auf diese zwei Punkte beziehen und über die zwei Punkte berichten und Ihnen auch darlegen, warum ich glaube und auch andere Experten glauben, dass 33 Grad eigentlich die korrekte Zieltemperatur wäre. Und ich versuche das Ihnen rational darzulegen jetzt. Das haben wir schon gesehen in einem anderen Tier von der Frau Fink, was alles passiert bei der Reperfusion, die sofort beginnt. Und vorher wurde gefragt, wo die Hypothermie am ersten ansetzt. Es gibt zahlreiche, nämlich wirklich zahlreiche Studien in Zellkulturen, die gezeigt haben, dass die Hypothermie 32 bis 34 Grad auf fast alle diese Kaskaden einen Einfluss nimmt. Welche Kaskade da jetzt am wichtigsten ist, kann ich gar nicht beurteilen, das weiß die Frau Fink besser als ich, aber auf jeden Fall hat die Hypothermie auf all diese Kaskaden einen Einfluss. Das ist der Unterschied zur medikamentösen Therapie. Medikamente wirken immer nur auf eine Kaskade, deswegen haben Medikamente auch sagen, bisher keinen Erfolg gezeigt in der Postreanimationsbehandlung, aber die Hypothermie schon, weil sie ja eben auf all diese Kaskaden gleichzeitig wirkt. Dann gibt es natürlich Tierstudien. Und da haben wir vor kurzem eine Meta-Analyse gemacht von allen Tierstudien, die ein Herz-Kreislauf-Stillstandsmodell verwendet haben und das neurologische Outcome evaluiert haben. Also keine Modelle inkludiert, die nur eine Hirnischemie machen durch Abklemmen von Hirngefäßen und auch keine Studien inkludiert, die nur das Zellschaden sich angeschaut haben. Nein, Herz-Stillstandsstudien und neurologisches Outcome. Und da gibt es fast 60 Studien. Und all diese Studien
haben das gleiche Signal. Hypothermie ist besser als Normothermie. Wenn man den Gesamteffekt anschaut, dieser Meta-Analyse, sieht man, dass die Mortalität um fast 70% reduziert wird mit der Hypothermie. Das ist ein sehr großer Effekt einer Therapie und ich kenne keine andere Therapie, zumindest in der Tierstudien, die so einen Effekt gezeigt hat wie die Hypothermie. Wie schaut es aus bei Humanstudien, nachdem die Empfehlung war oder nachdem die NILSI-Studie rausgekommen ist, dass man 36 Grad also, machen sollte, wurde das in mehreren Ländern auch so gemacht und dann wurde sich das Outcome angeschaut in einzelnen Studien. Das ist eine Meta-Analyse von retrospektiven Studien und ich möchte denjenigen, die nicht so oft Meta-Analysen lesen, kurz erklären, wie man seine Meta-Analyse anschaut. Also das sind die einzelnen Studien. Das ist die Studie von Herrn Bray. Der hat verglichen Hypothermie mit 36 Grad. Und hier sehen Sie den Effekt. Da war ein Effekt, dass die Patienten mit Hypothermie ein besseres Outcome haben. Und das ist das 95% Konfidenzintervall, der Strich. Und wenn das 95% Konfidenzintervall 1 überschreitet, dann ist dieser Effekt nicht statistisch signifikant. In der zweiten Studie von Herrn Calloway, eine größere Studie mit mehr Patienten, hier sieht man eigentlich keinen Effekt, wenn einen Effekt, dann so ganz dezent Richtung 36 Grad, aber weil das 95% Konfidenzintervall 1 überschreitet, nicht statistisch signifikant. Diese Studie hier von Herrn Johnson, ein Effekt für die Hypothermie und der war auch statistisch signifikant, dieser Effekt. Also in einer Studie war es. Und dieser Diamant da unten, das ist sagen, der Summeneffekt aller Studien. Und der Summeneffekt, das ist der 95% Konfidenzintervall. Das heißt, der Summeneffekt zeigt ein Benefit der Hypothermie und dieser Benefit war auch statistisch signifikant. So liest man eine Meta-Analyse. Also wenn man alle retrospektiven Studien zusammenwirft, scheint es so zu sein, dass 33 Grad besser wie 36 Grad ist. Dann habe ich Ihnen noch eine ganz große Studie herausgenommen aus Australien und Neuseeland, wo ungefähr 16.000 Herzstillstandpatienten analysiert wurden über einen langen Zeitraum. Da sehen Sie beginnen 2005, das ist die Temperatur hier auf der Y-Achse, wie über die Jahre bis 2013 die Temperatur langsam kälter wurde bei den Patienten. Wenn Sie genau schauen auf die Y-Achse, dieser Unterschied ist eigentlich nicht groß. Das geht von 35 Grad, 34, 5 runter auf vielleicht 33, 8. Also kein großer Unterschied in der Temperatur. Und mit den Empfehlungen dann 2015 oder 2013 nach der Publikation von Nielsen hat eigentlich ein ganzer Kontinent auf 36 Grad gewechselt. Und da sehen Sie, wie die Temperatur langsam wieder rauf geht, aber wieder auf die Y-Achse gesehen, dieser Unterschied ist auch nicht wahnsinnig groß. Ja, das ist von rund 35 bis zu 35,3. Also relativ geringe Unterschiede in Temperatur. Und jetzt zeige ich Ihnen dazu die Kurve der Mortalität. Die ist über die Jahre hinuntergegangen. Könnte man auch sagen, die Intensivtherapie ist besser geworden. Aber dann mit der Änderung der Temperatur, mit der kleinen Änderung der Temperatur, nicht nur, dass dieser Trend der besseren Mortalität aufgehört hat, der hat sich auch umgedreht. Also für mich ist es ein deutliches Zeichen, dass die 36 Grad vielleicht nicht die richtige Temperatur ist. Und jetzt nochmal zu den Guidelines. Die Guidelines basieren im Wesentlichen auf einer Meta-Analyse von Herrn Granfeld, einer Meta-Analyse von randomisierten Studien jetzt. Also nicht bevorher nicht randomisierte Studien, jetzt die randomisierten Studien. Und was der Herr Granfeld gemacht hat, der hat die Studien unterschieden in Studien, die das Outcome bei Entlassung oder 30 Tagen berichten oder Studien, die das Outcome nach 90 oder 180 Tagen berichten. Und jetzt wissen Sie ja schon, wenn man Meta-Analysen liest, das sind die einzelnen Studien, die Hacker-Studie hier hat einen
signifikanten Effekt der Hypothermie gezeigt. Diese Studie ist die TTM2-Studie, hat keinen Effekt gezeigt, statistisch nicht signifikant. Und das ist der Summeneffekt. Der Summeneffekt zeigt einen Effekt der Hypothermie, der ist aber nicht statistisch signifikant. Und hier bei den Studien das gleiche Bild. Es gibt nur zwei Studien, die das Outcome sowohl bei Entlassung und 30 Tagen als auch nach 90 und 80 Tagen berichtet haben. Das ist die Hacker-Studie und die Dagewitz-Studie. Und die anderen Studien waren entweder hier analysiert oder hier analysiert. Also man hat zwei Meta-Analysen mit wenig Studien gemacht. Und die, die ein bisschen statistisch geschult sind, wissen ja, je geringer die Anzahl von N ist, also je geringer die Anzahl der Studien oder der Studienteilnehmer ist, desto geringer ist der Power und desto größer muss der Effekt sein, damit dieser Effekt auch statistisch signifikant ist. Sie erinnern sich hier, es gab einen Effekt, der war aber nicht statistisch signifikant. Und jetzt wissen wir von anderen Studien in der Intensivmedizin, dass sich das Outcome über die Zeit eigentlich nicht wirklich ändert. Und wir haben bei Herzstillstandspatienten konkret eine Studie, die auch gezeigt hat, dass sich zwar innerhalb der Outcome-Gruppen das Outcome verändert, aber insgesamt dann das Outcome sich nicht verändert. Also eigentlich ist es gar nicht notwendig, eine Meta-Analyse zu teilen und künstlich die Power der Meta-Analyse zu verringern. Das müsste man eigentlich nicht machen. Und jetzt ist ganz neu, vor circa 2 Monaten von Cochrane eine Meta-Analyse zu dem Thema publiziert worden. Und Cochrane, wissen ja die meisten von uns, das ist, sagen die höchste Level an Evidenz, weil die einen sehr, sehr rigiden und strengen Review-Prozess haben. Und diese Meta-Analyse hat sagen, eine abgedatete Analyse aller randomisierten Studien gemacht. Und hier sehen Sie in der ersten Vergleichsgruppe konventionelles Kühlen versus kein Kühlen oder Fiebervermeidung. Das sind die einzelnen Studien. Da sehen Sie, das ist ein Benefit für die Hypothermie. Die war statistisch signifikant, die auch, die nicht, die nicht, die nicht. Und der Summeneffekt zeigt hier einen statistisch signifikanten Effekt der Hypothermie verglichen mit keiner Kühlung oder Fiebervermeidung. Dann gibt es 3 Studien, die verglichen haben Kühlen versus 36 Grad. Da gibt es zwar einen Trend für besseres Outcome fürs Kühlen, der war aber nicht statistisch signifikant, weil es eben nur 3 Studien sind. Da fehlt die Power. Und wenn man dann über alle Studien einen Summeneffekt macht, kommt dann das Wesentliche für uns heraus, nämlich Kühlen verglichen mit Nicht-Kühlen, Fiebervermeidung oder 36 Grad. Zeigt einen statistisch signifikanten Effekt. Und hier, das sind die Studien, die in der Cochrane-Analyse inkludiert wurden, die in der anderen Meta-Analyse, die zu den Guidelines geführt hat, nicht inkludiert waren. Also das ist jetzt sozusagen die letzte, größte und kompletteste Meta-Analyse. Jetzt werden sich viele fragen, naja, da gibt es doch noch diese Studie von Herrn Wolfrum, der heute bei uns ist. Diese Studie über die inhospitale Kühlung, die hat ja keinen Effekt gezeigt. Entschuldige, wenn ich da vorgreife, Sebastian, aber ich muss es erwähnen. Die fehlt doch in dieser Meta-Analyse. Die fehlt deswegen, weil das Protokoll zu dieser Meta-Analyse publiziert wurde, bevor die Studie von Sebastian publiziert wurde. Die Autoren dieser Cochrane-Analyse haben jedoch diese Studie dann inkludiert, haben eine Meta-Analyse gemacht und mit der Inklusion von Sebastians Studie hat sich der Gesamteffekt nicht wesentlich verändert. Und der ist statistisch signifikant geblieben. Das kann man in der Cochrane-Meta-Analyse nachlesen. Also der Gesamteffekt war nicht wesentlich beeinflusst. Jetzt könnte man sagen, naja, jetzt sind Gott sei Dank, kommen alle zur Besinnung und die nächsten Guidelines werden dann empfehlen, dass man Patienten kühlen soll, weil es gibt ja diese neue Meta-Analyse komplett und die zeigt einen statistisch signifikanten Effekt. Sollte man glauben, denn nur, glaube ich, 2 oder 3 Wochen später, nach der Publikation von der
Kochen-Meta-Analyse gab es ein Update der Meta-Analyse, die vor 2 Jahren zu den Guidelines geführt haben. Und da sieht man es, da ist die Wolfram-Studie dabei. Und da sieht man zwar einen Effekt der Hypothermie, der war aber grenzwertig hier statistisch nicht signifikant. Und die Autoren schließen, also dieser abgedatete Riffium zeigt keinen Benefit der Temperaturkontrolle 32 bis 34 Grad. Und jetzt kommt der witzige Satz, obwohl das 95% Konfidenzintervall so einen guten Effekt nicht ausschließen kann. Also das ist sozusagen der Fallschirm, zu sagen, es gibt keinen Effekt, aber wir können es halt ausschließen, dass es doch einen Effekt gibt. Und jetzt kann man sich anschauen, welche Studien da inkludiert wurden. Und da fehlen 4 Studien, die in der Cochen-Analyse inkludiert waren. Und diese 4 Studien, man sieht, die zeigen alle einen Effekt der Hypothermie und 3 davon signifikant. Warum diese Studien hier nicht inkludiert wurden, wurde dort diskutiert, das können Sie nachlesen. Sie fehlen halt, und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum diese Meta-Analyse einen grenzwertigen Effekt zeigt, statistisch grenzwertig, und die Cochen-Meta-Analyse einen statistisch signifikanten Effekt zeigt. So, dann gibt es noch diese eine Aussage in den Guidelines, da ist ungenügend Evidenz, um für oder gegen eine Temperatur von 32 bis 36 Grad in Subpopulationen zu empfehlen. Und jetzt möchte ich mich kurz auf diese Subpopulationen beziehen. Ich habe Ihnen da 6 Studien aufgezeigt, die habe ich sagen, alle auch durchgelesen. Und was haben diese 6 Studien gemacht? Die haben sich retrospektiv solche Subgruppen angeschaut. Und zum Beispiel die Studie hier von Testeri, der hat sich angeschaut, die Subgruppe No-Flow größer 2 Minuten, respektive versus No-Flow kleiner 2 Minuten. Und was der gefunden hat, ist, dass nur die Patienten, die eine No-Flow-Zeit von länger als 2 Minuten haben, diese Patienten profitieren von der Hypothermie. Und das, ja. Dann vom Kellerwey zum Beispiel, hat sich angeschaut, verschiedene Severity Scores von den Patienten. Und der hat gezeigt, dass die Patienten, die einen Score von 3, und der geht von 1 bis 4, 1 ist wenig Schaden und 4 ist großer Schaden, dass nur die Patienten mit einem moderaten Schaden, 3, von der Hypothermie profitiert haben. Die anderen Gruppen haben nicht von der Hypothermie profitiert. Dann die nächste Studie vom Herrn Okazaka, der hat sich geschaut, Patienten mit mehr als 12 Laktat oder weniger wie 12 Laktat, und der hat gezeigt, dass nur die Patienten mit Laktat mehr als 12 von der Hypothermie profitiert haben. Die Patienten mit weniger als 12 Laktat haben nicht von der Hypothermie profitiert. Der Herr Nishikimi hat dann einen Score entwickelt, ähnlich wie der von Callaway, und der hat gezeigt, dass nur die Patienten mit einem moderaten Schaden, die haben von der Hypothermie profitiert. Dann die nächste Studie von Herrn Nutmer, ist eine holländische Studie, die haben das EEG monitiert in 3 Gruppen, wo das EEG keinen Schaden zeigt, das EEG einen moderaten Schaden und das EEG einen starken Schaden des Hirns zeigt. Und in dieser Studie haben nur die Patienten von der Hypothermie profitiert, die einen moderaten Schaden haben. Und die letzte von Herrn Duran, der hat sich die Stillstandszeiten angeschaut, und der hat gefunden, dass die Patienten mit so einer mittleren Zeit des Stillstands zwischen 20 und 40 Minuten, mit Reanimation natürlich, also No-Flow und Low-Flow, dass die Patienten von der Hypothermie profitiert haben. Und wenn man sich anschaut, wie viele Patienten das sind, die von der Hypothermie profitieren, dann sind es 40% der untersuchten Patienten sind diese Subgruppe, die von einer Hypothermie profitiert haben. Es scheint so zu sein, wenn Sie den Hirnschaden anschauen, da gibt es ja Patienten, die im Herzkatheterlabor Kammerflimmern haben, defibrilliert werden, rauskam, die haben überhaupt keinen Hirnschaden. Und dann gibt es die Patienten, 15 Minuten No-Flow, dann beginnt die Reanimation, die haben wahrscheinlich einen sehr großen Hirnschaden. Und da scheint es so einen Sweet Spot oder einen Sweet Range zu geben, wo die Hypothermie wirkt. Wenn der Hirnschaden zu wenig ist oder zu groß ist, können wir machen, was wir wollen. Wir können Weihwasser geben, Hühnersuppe, es wird sich nichts ändern. Die Guten sind gut und die Schlechten sind schlecht. Also man muss sagen,
diesen Bereich der moderaten Hirnschädigung, da wirkt die Hypothermie auch in Studien gezeigt. Und das unterstreicht auch diese Meta-Analyse von Cochrane, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Da gab es auch eine Subgruppenanalyse. Wenn man sich anschaut, die Studien, die BLS-Rate, in den Studien, wo es eine hohe BLS-Rate gibt, also wo die Studienpopulation wahrscheinlich insgesamt nicht viel Hirnschaden hat, gibt es keinen Effekt der Hypothermie. In Studien, wo die BLS-Rate geringer war, in diesen Studien zeigt sich hier ein statistisch signifikanter Effekt und hier ein statistisch signifikanter Effekt. Und das Gleiche gilt auch für die No-Flow-Zeit. In Studien, das war der Herr Nielsen, der es reportet, kurze No-Flow-Zeit, kein Effekt. Längere No-Flow-Zeiten wird der Effekt der Hypothermie größer. Zusammenfassend jetzt, wenn Sie sich anschauen, die Pathophysiologie, die Frau Fink hat es wunderbar gezeigt. Die Hypothermie wirkt auf ganz viele dieser Kaskaden. Und pathophysiologisch, je früher man damit beginnt, desto größer sollte der Effekt sein. Und wenn man außerhalb des therapeutischen Fensters beginnt, ist der Effekt wahrscheinlich sehr klein. Wenn man sich die Tierstudien anschaut, wo die Hypothermie sagen, zeitgerecht und richtig angewendet wird, ein Rieseneffekt, Mortalität um 70% reduziert. Daten aus dem wahren Leben, aus Australien, Neuseeland, 16.000 Patienten, eine nur geringe Änderung der Temperatur hat doch einen drastischen Einfluss auf die Mortalität. Wenn Sie sich die richtige Meta-Analyse rausnehmen, die komplett ist und alle verfügbare Evidenz, die wir haben, zusammenfasst und einen statistisch signifikanten Effekt der Hypothermie zeigt. Wenn Sie sich die vielen retrospektiven Studien anschauen, dass ein großer Teil unserer Patienten von der Hypothermie profitiert, jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Es gibt keine einzige Studie, die gezeigt hat, dass die Hypothermie das neurologische Outcome verschlechtert. Es gibt welche, die zeigt haben, es wird besser. Es gibt Studien, die zeigen, da ist kein Einfluss. Aber keine hat gezeigt, dass schlechter ist. Und möglicherweise profitieren 40% unserer Patienten davon. Also wenn ihr Therapie habt, die nicht schadet und vielen hilft, dann ist es für mich keine Frage, diese Therapie bei unseren Patienten auch noch anzuwenden.